So, willkommen bei einer weiteren Folge Diana's Sisters Twisted Dreams. Das ist nun das letzte Level und das Level heißt Vogel Wokis Höhle oder so. Vorneweg muss ich euch zwei kleine Storys zu diesem Level erzählen. Nämlich hatte ich eigentlich schon vor einem Monat oder vor zwei Monaten das Level mal gespielt. Das Problem war aber gewesen, dass das Problem war, dass ich eigentlich sehr weit war, alles aufgenommen habe. Ich war sogar schon beim Endgegner. Lief nicht so gut, aber ich war beim Endgegner. Darauf kommt es an. Aber dann ist einfach die Aufnahme kaputt gegangen, abgebrochen. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Zumindest bin ich sehr sauer gewesen danach, dass ich erstmal eine Weile nicht spielen wollte. Ja, und was dann noch passiert ist. Naja, Fakt ist, dass ich nicht weiß, wo ich jetzt gerade bin, weil ich das letzte Mal auch nicht. Ich glaube, das letzte Mal war ich hier gar nicht gewesen. Naja, zumindest hatte ich eben auch wieder angefangen aufzunehmen und zu spielen. Und es lief auch super. Es hat auch Spaß gemacht, es war alles toll. Und ich weiß nicht, was dieser PC gegen mich hat. Zumindest hat es dann gemeint, ja, ich breche den einfach mal ab. Ich stürze einfach mal ab und ja, die Aufnahme war dann natürlich auch am Arsch. Ich weiß nicht, wie ich es gerade hinkriege, dass ich nochmal spiele, weil es besteht die Gefahr, dass der PC schon wieder abstürzt. Aber es ist mir egal. Ich meine, ich muss einfach mal spielen. Irgendwann will ich das auch mal beenden. Ich spiele das schon viel zu lang. Ja. Ich wollte eigentlich gerade sagen, jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen, weil ich ja jetzt ziemlich weiß, wo ich hin muss, was ich tun muss. Ja, aber ich bin gerade noch so aufgelöst und so sauer. Deswegen bezweifle ich eigentlich. Ach du Scheiße! Bezweifle ich das, dass ich das hinkriegen werde? Naja, egal. Ich glaube, ich sollte mich mal etwas beruhigen. Vielleicht hätte ich euch direkt anfangen sollen. Na egal. Es ist jetzt zu spät, ich habe jetzt angefangen, spiele jetzt auch schon viel zu lange und gar keinen Bock habe, das gerade abzubrechen. Ich meine, so schwer ist es jetzt auch wieder nicht. Wir haben jetzt einige Stellen. Naja, ist ja auch egal, das werdet ihr jetzt auch alles sehen. Ich werde es auch noch weiterhin kommentieren. Das Einzige, was ich mir jetzt nur wünsche, ist, dass ich jetzt hier überall die ganzen Kristalle einsammle, weil ich das eigentlich mehr hinkriege. Ich habe jetzt im Laufe des Spiels festgestellt, dass es immer wieder so Verstecke gibt, die vorher nie aufgefallen sind. Es ist jetzt auch eh zu spät. Ja. Ach, verpiss dich doch einfach. Ich bin eh gerade geheilt. So, jetzt fange ich auch schon an, bei den ganzen anderen Spielen rumzuspielen. Und zwar, ich dachte, was ich nicht wollte, aber es schon muss sein. Zum Endgegner, ja, dazu kann ich noch nicht so viel sagen, aber ich denke mal, ihr wisst, wer oder was das der Endgegner sein wird. Wie er aussehen könnte, seine Gestalt, ist so ein bisschen, sag mal so, man hat ihn schon ein paar Mal gesehen. Suchen wir einfach mal, ob es hier irgendwelche Verstecke gibt. Nein, dann geht's. Och, Mann, ey! Dass ich manchmal viel zu schnell bin. Ein scheiß Labyrinth, weil ich diese scheiß Geister und diesen verdammten Phantom einfach nur verabscheue. Nerven extrem. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Gut. Aber was ist denn hier los? Ich bin vorhin noch nicht mal so oft gestorben. Nein, nein, das gibt es doch nicht. Wo kommst du denn auf einmal her? Ey, das. Ich hab keine Ahnung, was ich sagen soll. Da, das hab ich auch gar nicht gesehen. Hallo, Geist.
Wie geht es dir? Mir geht es sehr schlecht. Ich möchte nicht an diesen zwei scheiß Viechern scheitern. Gut. Nein! Schlecht! Was mache ich denn jetzt? Geh da mal weg. Also. Aber was passiert denn hier? Das ist doch jetzt ein Scherz! Ey, nein! Nein, das gibt es doch nicht! Wie kann man nur so viel Pech haben? Alter, ich bin gerade so abgefuckt! Das gibt es doch nicht! Okay, ich habe den ganzen Tag Zeit. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Es ist alles in Ordnung, Loser. Ich sag mal eh schon mal zu den Leuten, spulen mal ein bisschen vor, weil ich weiß nicht, wie lange ich das noch in die Länge ziehen werde. Also, ich spiele das jetzt zum dritten Mal und ich war noch nie so schlecht wie jetzt. Oh Mann, Entschuldigung. Also hier oben war irgendetwas. Also ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe. Ach, da ist er doch, da mein Kissen. Ich weiß nicht, wie der auftaucht und der taucht da auf. Das finde ich toll. Weiter geht's in diesem Labyrinth. Da wird's denn jetzt so cool sein. Das ist, was ich vermute. Ich hoffe, dass da unten nichts war. Ich denke mal. Läuft ja doch gerade gut. Tut mir auch leid, ich spiele, glaube ich, gerade echt ein bisschen schnell, aber ich will einfach nur noch hier durchkommen, weil ich wirklich nicht mehr sehen kann. Nein, nein, wie unnötig! Wieso habe ich jetzt mein Schild verloren? Ja, so ärgerlich, dass ich gerade kein Schild habe. Ja, schade. Ich bin einfach für so einen langen Minute auf diesen Stein zu bleiben. Ah, die kommen ja wieder. Ja, da hoch komme ich auch nicht mehr. Da kann ich nicht mehr hin. Ich rede gerade nicht so viel, weil ich mir Luft anbringe. Jawohl, ich glaube, es klappt nicht mehr.
Jawohl. Okay, dann machen wir eben etwas. Wir machen ein bisschen langsamer, oder? Was mich jetzt eigentlich interessiert, ist hier noch irgendwas? Nein, scheinbar nicht. Gut, dann gehen wir weiter zurück. Ich habe die linke Seite habe ich jetzt abgeklappert, jetzt müsste ich auf der rechten Seite sein. Ja, logischerweise. Wenn ich die linke Seite abgeklappert habe, bin ich auf der rechten Seite. Haha. Immer wieder. Komm her, komm her. Hier die schönen Kristalle einsammeln. Hier gibt es nichts. Ich muss mich immer fragen, was dieses scheiß Kissen dazu bedeuten hat. Kann ich eigentlich auch gebraucht werden? Ich weiß noch nicht mal, ob das der Weg ist. Ich tue es jetzt einfach mal. Also ich tue jetzt einfach mal den Weg nicht. Ich tue es jetzt einfach mal. Das ist ja komisch. Oh, das war Glück. Ich habe es geschafft. Ich bin glücklich. Jetzt mal langsam. Hey, ich habe doch den Schlüssel. Wie, das war's? Das ist ein Scherz. Hier gab es doch schon mal Kristalle. Nichts, gar nichts. Ganz ehrlich, das ist mir sowas von egal. Das ist, ich bin gerade mega verwirrt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da gar keine Kristalle gibt. Ach Quatsch. Dann gehen wir davon aus, dass da keine Kristalle sind. Sollen wir glücklich sein. Ich habe es geschafft. Das war sau schnell. Weiter geht's. Weil das Problem war, mein PC ist jetzt bei diesem Labyrinth abgestürzt. Das war nicht so schön. Ich bin nicht wundern, wenn das jetzt auch ein bisschen schneller geht. Einfach das wieder abstellen. Trotzdem schaue ich mal, ob es hier irgendwas gibt. Irgendwelche Kristalle, irgendwelche Verstecke, die mir zuvor nicht aufgefallen sind. Wie gesagt, wenn man das jetzt auch so oft gespielt hat, findet man ja auch Neues heraus. Yay, ich habe mein Kristall und einmal ein Schutzschild verloren. Das ist ja immer so schön. Ist da oben noch irgendwas? Nein! Oh nein, nein, was mache ich denn da? Nein, ich bin nicht dumm. Also ich bin ein bisschen irritiert. Gilt es jetzt, dass es trotzdem eingesammelt hat? Ich muss mich nicht mehr erneut einsammeln. Nee, ich denke nicht, oder? Nein. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche Weg ich hier gar nicht mehr in meinem Schmuck war. Ey! Ich bin auch nicht. Habe ich den vorhin nicht gesehen? Ich
Hä? Achso. So, ich bin. Ich wollte schon sagen, hier muss ja irgendwas sein, sondern ich kann jetzt einfach mal so da rein. Stopp, warte. Ich sag, hier ist noch Geld, und hier ist aber nichts. Ja, was ich hier einfach nur interessant finde, ist, wenn ich switche, dann verändern sich die Gemälde und keine Ahnung, was das so bedeuten hat. Sieht aber cool aus. Ich habe immer noch mein Schild, das gibt's noch nicht. Du kannst eigentlich gleich einfach mal verschwenden. Aber ich mache das jetzt hier. Diese Grafikfehler, dass das Feuer verschwindet, verstehe ich nicht. Das ist nicht richtig. So, jetzt hatte ich hier noch einen Geheimgang entdeckt. Nee, nicht. Das war auch kein Zufall. Ich schaue einfach mal hier runter. Ich weiß nicht. Ja, und was ein Kristall vor mir abhaut. Also, ich habe das vorhin ganz, ganz zufällig entdeckt. Das finde ich auch noch so lustig. Wir sind noch bei Expert. Und die Idee für Janina. Oder für Gay, weil es auch nicht gay ist, was ich finde. Nein, verzieh dich. Ja, die sehen so doof aus, diese Kugelfische. Oh, neues Bild in der Galerie. Jetzt bete und hoffe ich einfach nur, dass es nicht abstürzt. Weil es war genau an dieser Stelle und wenn das jetzt wieder passiert, weiß ich, dass ich heulen werde und sich aushalten werde. Aber gerade klappt es, es ist alles in Ordnung, es funktioniert, mir geht's gut. Ja. Ah, okay. So muss ich dann wieder hoch. Hä? Wieso bin ich jetzt schon wieder runtergefallen? Jetzt habe ich doch alle Schlüssel eingesammelt, meine ich. Bin ich jetzt so sicher, was ist? Was zum Teufel ist da gerade passiert? Ey, kann man. Ich mache hier gerade so ein paar Gedanken. Fass ich da zusammen, lass mich mal in Ruhe, ich will mal nicht sterben. Hier oben war ich ja schon besser. Oder? Gut, jetzt muss ich mal die Bar nicht schieben. Ja klar, war ich da schon. Ich wäre von da gekommen. Nicht der. So. Habe ich jetzt geöffnet? Ja, zumindest komme ich jetzt an diesen Weg hier. Weil ich alle Küche eingenommen habe. Und ich habe die Vermutung, dass das hier auch mega schwer sein wird. Ich weiß es nicht mehr, ich diese Stellen habe ich das letzte Mal vor einem Monat, vor zwei Monaten gespielt, deswegen kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Außer, dass es, glaube ich, schwer ist. Gibt es denn hier noch irgendwas? Muss denn hier irgendwas geben? Es kann nicht sein, dass ich mich einfach mit dem umdrehe. Ja. Wieder eine Suppe reden, weil ich mega aufgeregt bin. Ah, welche nehmen wir denn jetzt? Den Rest kann ich glaube ich auch, oder?